Sawadika! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute gibt es Khnom Pang Namukong. Das ist frittierte Toast Thai Style mit Schweinehack und Garnelehack in einer wunderbar würzigen, leckeren Würzmischung. Das wird dann auf dem Toast drauf gemacht. Ne? Und Mami hat gesagt, das ist ein Rezept, was damals erfunden wurde, als die Portugiesen und Franzosen nach Thailand kamen. Ich glaube schon. Kommt vom Olope. Und die haben Toast mitgebracht. Oder der magst du Toast in Thailand. So. Ich nicht ganz genau, aber das ist vom Olope. Und die haben Toast mit nach Thailand gebracht. Und die Thais haben dann eben dieses Rezept hier erfunden. Und es ist wirklich ein super leckeres Rezept. Wenn ihr Frühlingsrollen liebt, werdet ihr das auch lieben. Wir rocken die Küche, Leute. Ja, Mund schmeckt. Augen schmeckt. Eines der beliebtesten Thai-Fingerfood-Vorspeisesnack ever. Wir fangen an, die Ränder der Toast wegzuschneiden. Dann halbieren wir die Toast. Und jetzt kommt der wichtigste Trick, Leute. Wir lassen die Toast trocknen. Ihr könnt die Toast gerne kurz in den Toaster geben. Mami und ich haben es an dem Tag für eine halbe Stunde über die Heizung gelegt. Denn wenn die Toast schön trocken sind, saugen sie nachher beim Frittieren das Öl nicht auf und dadurch werden sie ultra knusprig fluffig. Hier kommen Sam Ge, die drei Musketiere, die drei besten Freunde der Thai-Küche. Sam Ge besteht aus Knoblauch, schwarze Pfefferkörner und Korianderwurzel. Die werden miteinander gestampft und dann habt ihr diesen wunderbaren Duft. Das ist echt typisch für die Thai-Küche. Dann schneiden wir Schweinefleisch in kleinere Stücke. Geben das einmal in den Mixer hinein und dann haben wir Schweinehackfleisch. Wir machen das heute gemischt mit Garnelenhackfleisch. Ihr könnt auch sagen, ich mag nur Schweinehack, ich mag nur Garnelenhack. Das geht genauso. Wir machen das heute direkt gemischt. Und da wird Garnelen einmal platt gehauen und dann in kleinere Stücke geschnitten. Wie eine Art Garnelenhack quasi. Dann mischen wir Garnelenhack mit Schweinehack. Wie gesagt, ihr könnt auch nur eine Fleischsorte nehmen, das ist genauso erlaubt. Dann kommt Sam Ge dazu, also Knoblauch, Koriander, Pfeffermischung, Salz, Austernsoße und Sesamöl. Dann wird alles gut miteinander gemischt. Ich liebe Sesamöl, der Duft in dem Moment, gell? Dann kommt ein Ei dazu. Wieder alles gut miteinander mischen. Und hier seht ihr, guck mal, ich zeige es euch. Unsere Toast sind jetzt schön trocken. Seht ihr das? Das lässt sich kaum noch biegen. Genau so muss es sein. Die Toast dürfen auf keinen Fall das Öl aufsaugen, damit sie die perfekte Basis bilden für die absolute Crunchiness. Also die Toast müssen wirklich ultra knusprig fluffig sein. Das ist das A und O bei dem Gericht. Dann haben wir Hackfleisch auf die Toast gemacht und einmal umgekippt auf die Sesamkörner für einmal die Sesam-Toppings. Oder ihr könnt auch dieses Topping hier nehmen, Hackfleisch auf Toast machen, Korianderblatt und ein Stück von rote Peperoni. Beide Toppings, also sowohl einmal mit dem Sesam-Topping und einmal mit Koriander und Peperoni, beides ist in Thailand sehr beliebt. Und in vielen Restaurants in Thailand bekommt ihr das genauso, also genau in beiden Varianten. Auch hier könnt ihr natürlich sagen, ich möchte nur mit Sesam machen oder nur mit Koriander, das ist alles erlaubt. Und hier tragt nicht zu viel Fleisch auf, aber auch nicht zu wenig, okay? Je mehr Fleisch ihr auf die Toast anbringt, desto länger dauert es nachher beim Frittieren. Und so sieht es aus. Wir haben an dem Tag schon gut Fleisch vorne auf die Toast drauf gemacht, aber wie gesagt, nicht zu viel und es ist perfekt geworden.
Sobald das Öl heiß ist, legen wir die Toast hinein und ganz wichtig, wir legen zuerst die Seite mit dem Fleisch nach unten in das Öl hinein. Seht ihr das? Nach kurzer Zeit drehen wir die Toast einmal um auf die andere Seite und dann können wir schon erkennen, dass das Fleisch durchgekocht ist. Dann wird es nochmal umgedreht mit der Seite mit dem Fleisch nach unten, wieder kurz frittieren und dann direkt rausgenommen, auf eine Fläche gelegt, wo das Öl abtropfen kann. Und hier Leute, ich wünschte, ihr könnt sehen, wie ultra knusprig das ist. Die Toast haben null das Öl aufgenommen. Wenn man das in Thailand irgendwo isst und die Toast haben keine gute Qualität, also die haben Öl aufgenommen, dann kann man sich bei dem Restaurantbesitzer tatsächlich beschweren und kriegt dann neue gemacht. Also das ist bei uns wirklich Ehrensache. Gegessen wird Phnom Penh Namu Gung mit der Ajat Dressing. Ajat Dressing ist die perfekte Begleitsoße für dieses Gericht. Mami und ich zeigen euch gleich, wie es gemacht wird. Mami muss erstmal angeben, wie lecker das ist. Für Ajat Dressing brauchen wir einmal Gurke. Da schneiden wir Gurke in feine Scheiben. Ajat Dressing besticht mit einer unglaublichen Frische. Schalotte wird auch in kleine Scheiben geschnitten. Genauso rote Peperoni in feine dünne Scheiben. Und jetzt geht's los mit dem Dressing an sich. Wir brauchen Essig und Zucker. Der Trick hierbei ist, ihr braucht genauso viel Essig wie Zucker. Zum Beispiel, wenn ihr 5 Esslöffel Essig nehmt, dann nehmt ihr auch 5 Esslöffel Zucker. Also genau 1:1. Und das geben wir dann in einem Topf, machen die Hitze an, rühren alles gut miteinander um, damit der Zucker schön mit dem Essig verschmilzt, kurz aufkochen lassen, abkühlen lassen. Sobald es abgekühlt ist, kommen dann die Gurken, Schalotten und rote Peperonis hinein. Ajat ist wie gesagt unglaublich erfrischend, schmeckt schön säuerlich, süßlich. Viele von euch werden Ajat Dressing auch zum Beispiel vom Satay-Spieße kennen. Und damit habt ihr eines der beliebtesten Thai Fingerfood Snack ever. Ich verspreche euch, ihr werdet so süchtig sein. Das ist ganz, ganz schlimm lecker. Ultra knusprig, fluffig. Das Fleisch oben so schön saftig, würzig gewürzt. Das schmeckt wahnsinnig lecker. Probiert es unbedingt aus. Es ist ein Express-Ticket nach Thailand. Leute, seht ihr, ich verspreche und schwöre euch zu 100%, wenn ihr frittierte Gerichte liebt, ne, so wie Frühlingsrollen, frittierte Wontons, Gyoza, probiert dieses Rezept unbedingt aus. Es ist nochmal ein anderes Level. Diese frittierte Toast durch die Technik von Mami saugt der Toast nicht dieses ganze Öl auf und dadurch bleiben die Toast mega knusprig, fluffig. Und wir haben dann natürlich die Füllung wunderbar gewürzt. Könnt ihr 1:1 genauso nachkochen, Leute. Grab, mega knusprig, fluffig, Leute. Leute, für heute sagen Mami und ich vielen lieben Dank, dass ihr mit uns die Küche gerockt habt. Wir wünschen uns von Herzen, dass ihr das Rezept ausprobiert. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr das bei Facebook, Instagram zeigt, Fotos macht, markiert uns, gell? Damit wir das dann reposten können. Und das freut Mami von ganzem Herzen. Ja, genau. Dankeschön. Dankeschön, Kopkunka. Dankeschön, dass ihr so seid, wie ihr seid. Gell? Passt gut auf euch auf. Auf wieder, Chup Chup. Bye-bye. Wie immer.